Herzlich willkommen zur Webinarserie für uns ein Novum, weil wir es nicht schaffen, euch direkt zu uns nach Kloten oder an eure Standorte zu bringen. Darum machen wir es so. Wir haben eine viel größere Plattform. Wir können es kostenlos anbieten und das ist cool. Und das ist hoffentlich nur ein Training von vielen, die folgen werden. Heute sind dabei ich, mache so ein bisschen den Rahmen, Begrüßung und Abschluss. Der Hauptteil wird euch Martin durchs Programm führen und euch Inputs geben. Der René, der andere Support Engineer, ist auch dabei und unterstützt den Martin. Genau, kurze Ablauf seht ihr hier. Die Idee ist folgende, und zwar, dass wir so 60 Minuten Training machen. Das heißt, wir zeigen euch was ihr auch in den Videos schon gesehen habt, was wir euch zugesandt haben. Danach gibt es circa 30 Minuten Fragen und Antworten. Stellt, wie ich es schon geschrieben habe, stellt die Fragen online ins Tool. Ich sammle die und die werden wir im Nachhinein zusammen abarbeiten. Es gibt sicherlich Fragen, die wir nicht beantworten können, aber wir werden jede einzelne Frage dann auch individuell nachgehen. Also ihr bekommt Antworten auf eure Fragen. Was ich gerne mache als Einstieg, ist eine Kurzumfrage, damit ich auch sehe, dass ihr da seid. Und ich starte die mal, beantwortet die mal, sodass wir auch sehen, wer dabei ist und was so ein bisschen die Erfahrung mit Vicon ist. Und mit Vicon Nexus muss man sagen, wir von Vicon, wir haben ja verschiedene Software für unterschiedliche Anwendungen und Nexus ist so die meistverbreitete biomechanische Software. Ich sehe, haben noch nicht ganz alle mitgemacht, aber ist etwa ja, 24% noch gar nicht, 28 weniger als ein Jahr, 37 1 bis 4 Jahre, 17% mehr als 5 Jahre. Also man sieht, etwa Hälfte sind erfahren und die Hälfte, für die ist das Training genau richtig, dass ihr da einblicken könnt. Ich mache noch kurz eine zweite Umfrage. Genau, in welchem Bereich wendet ihr Nexus an? Könnt ihr auch noch gerne kurz was klicken? Cool, die meisten haben geklickt. 2 Drittel biomechanische Forschung, 1 Drittel naja, ein bisschen weniger klinische Ganganalytik und ganz wenige andere Anwendungen. Cool, gibt uns einen Einblick. Schön von euch das Feedback zu sehen. Dann schließe ich das und ich übergebe dem Martin, der durchführt. Und wenn etwas unklar ist oder Ton nicht läuft oder schwierig ist zu verstehen, gebt mir per Chat Feedback, dann kann ich es da Einfluss nehmen. Dann viel Spaß euch. Danke, Fabian, für die Einführung. Wir machen jetzt gleich mal weiter mit PC-Specs. Die ganzen Ordnerstruktur, die habe ich so abgelegt und zum Download bereitgestellt, wie sie jetzt hier angegeben ist. PC-Spezifikation, Lizenzierung, Einrichten und Einstellen der Kameras. Da machen wir noch einen Vergleich. Kalibration auf den Local Lab gehen wir ein. Krochmessplatten, Blue Trident werden wir einfach so zeigen auf Slides. Wir haben momentan keine da. Danach gibt es Questions and Answers, Ausblick und die Kurzumfrage. Jetzt in den PC-Spezifikationen. Wir empfehlen immer für normale Systeme bis 40 Vantage Vero-Kameras einen Intel Core i7. Nvidia ist ein Muss. Was auch ein Muss ist, ist die Netzwerkkarte, entweder eine i350 T4 oder eine X550 T2. Die 2 steht hier für 2 Netzwerkanschlüsse, das ist eine 10 Gigabit-Karte. Wenn man höher gehen will als 40 Kameras, dann sollte es ein i9 sein mit einer stärkeren Grafikkarte. Hier ist momentan die 2070 super drin. Bitte fragt immer an, wenn ihr einen neuen Rechner kauft, was man empfiehlt.
weil das ändert sich von Tag zu Tag praktisch schon. Und auch hier haben wir die Netzwerkkarte, also auch wieder Netzwerkkarte ein Muss. Und die NVIDIA ist ein Muss, sei es jetzt eine RTX 2070 oder eine GeForce. Jetzt momentan ist das so, dass jetzt, ich bin ganz allein im Raum, das heißt, ich werde die Maske abziehen, dann fällt es mir ein bisschen einfacher und ihr seht auch meinen Mund, wie sich der bewegt und nicht nur eine Stimme erscheint. Jetzt machen wir weiter und zwar die Operating Systems, das ist immer ganz wichtig. Wir verwenden immer eigentlich grundsätzlich Windows 10. In ein paar kleinen Ausnahmefällen gibt es noch Windows 7, also jetzt für alte Softwarepakete wie die Bodybuilder Applikation und dann gibt es auch noch für Capture, Your Desktop, das für die Demos, kann man auch Mac OS nehmen. Und für Data Stream SDK, da haben wir Linux und Mac OS. Jetzt zur Hierarchie oder zum Aufbau eines Systems. Wir haben den Messrechner. Dann haben wir einen 10 Gigabit PoE Switch oder 1 Gigabit PoE Switch, je nachdem. Dann haben wir ein Kabel, das geht zu den Vicon optischen Kameras, das sind die hier. Dann haben wir für eine View-Kamera ein Kabel und für die zweite View-Kamera, so wie wir es jetzt hier heute aufgebaut haben, ein separates Kabel. Und hier haben wir einen Netzwerkanschluss, eine i350T4. Das ist eine 1 Gigabit-Netzwerkkarte mit je 4 Netzwerkanschlüssen. Das ist das, was wir momentan verwenden, beziehungsweise was die meisten von euch habt. Und jetzt gehen wir mal weiter. Was die zweite Möglichkeit ist, wenn man jetzt zum Beispiel FIA hat, ein videobasiertes von Vicon-System, dann haben wir den Messrechner mit einer X550T2, das ist eine 10 Gigabit-Netzwerkkarte. Da verwenden wir ein Kabel, das geht dann zu den MX-Kameras über einen 10 Gigabit-Switch. Ein Kabel geht zu der ersten View und ein Kabel geht zur zweiten View. Und das zweite Kabel, was zum Messrechner geht, das unterstützt beide View-Kameras. Das heißt, da müssen wir nur noch zwei Kabel anschließen. Diese Architektur funktioniert gut bis zu 8 View-Kameras. Das heißt, ich habe ein Kabel, das wird für die MX-Kameras verwendet und ein Kabel, das wird dann bis zu 8 View-Kameras unterstützen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr um einzelne IP-Adressen kümmern. Es ist dann immer dieselbe IP für alle View-Kameras. Jetzt haben wir mal soweit die PC-Spezifikation angeschaut. Das heißt, alles, was ich jetzt hier habe, ich schiebe das mal ein bisschen rüber, dass man da auch was sieht und mache das wieder größer. Im Hintergrund ist schon Nexus vorbereitet. Da steht auch hier drin bei PC Setup. Wichtig ist beim PC Setup, da haben wir mal die Dokumentation, genau dasselbe, was hier steht, mit den PC Specs. Ich kann es mal kurz aufmachen, dass man einen Eindruck bekommt. Das ändert sich immer von Zeit zu Zeit. Momentan war das der Stand vom 22.03.2021, welche Operation System, das man verwendet, welche Betriebssysteme, sowie welche PCs bis zu 40 und über 40 Vero View Kameras. Sieht es ein bisschen stärker aus. Hier momentan wird ein AMD Ryzen empfohlen. Das heißt, sogar hier kann sich das ändern in kürzester Zeit. Die Empfehlung von Vicon ist immer wichtig, die zu beachten. Das nächste, was ich dann habe, im Ordner drin ist hier, sind die Videos. How to allow Nexus through a Firewall. Es ist wichtig, dass man Adminrechte hat, dass Nexus über die Firewall kommunizieren kann, durch die Firewall hindurch. Ansonsten werden die Vicon-Kameras geblockt. How to configure your graphics card, wie man die Grafikkarte einstellt, also meistens eine NVIDIA, sowie auch, wie man die Netzwerkkarte einstellt. Das kann dann jeder, wenn du das ein PC aufsetzt, selber anschauen. Ich gehe jetzt hier nicht bis ins Detail rein. Ich gehe weiter zum Licensing, das zu meinem Überblick geben. Im Licensing drin hat es auch ganz viele Tutorials. Wir haben zum Beispiel als erstes, wie man einen Request-File macht, das zeige ich gleich. Dann haben wir eine Activate-License, das heißt, man stellt eine Anfrage, einen Request für den Rechner. Das ist Hardware gebunden an die Festplatte und an die Netzwerkkarte. Oder Dongle gebunden, in seltenen Fällen. Dann kann man die Lizenz anfragen bei uns. Man schickt uns das License-File, sage ich nachher gleich. Dann erhält man ein Activate-License-File, also man erhält ein License-File von Vicon. Das kann man dann auch aktivieren. Wenn das ein Server-Lizenz-File ist, dann kann man ein File rausgeben. Das heißt, ich kann für bis zu 30 Tage
eine Lizenz mir selber vergeben, aus einem Pool raus. Ich kann einem Fremdrechner eine Lizenz vergeben, zeige ich auch. Und das Wichtigste am Ganzen ist, bevor man den Rechner wechselt und platt macht, sollte man die Lizenz revoken. Und dieses Revoke-File, das man nachher erhält, das muss zu uns kommen, damit wir es bei Vicom wieder gut schreiben können für den neuen Rechner. Ich starte jetzt gerade mal Vault, das Vicom Automated Licensing Tool. Das sehen wir jetzt hier im Hintergrund. Wir haben jetzt die folgenden Softwarepakete bei uns auf dem Demo-Rechner. In unserem Fall haben wir einmal Nexus als Standalone gebunden. Unsere Lizenzen sind immer zeitlich begrenzt. Die Lizenzen, die gekauft wurden, die sind meistens immer permanent. Es sei denn, es wäre eine Covid-Lizenz, dann ist sie auch zeitlich begrenzt und kann bis Ende Covid dann neu verlängert werden. In unserem Fall haben wir jetzt für den Request License, dieses Fenster geht auf, da wäre jetzt nichts drin. Dann sage ich Request License, das fülle ich aus. In unserem Fall, der Contact Name ist dann dein Name. Bei uns heißt es jetzt Prophysix Support. Dann haben wir Info Prophysix. Das füllt man alles aus, Standalone. Und dann sage ich, hier unten ist dann Log to. Und die Log-Kriterien ist bei uns die Festplatte, Disk-ID und die Ethernet-Adresse. Beginnt mit 0x14. Jetzt kann ich sagen, Save Request to a File. Wenn ich das ausführe, erhalte ich ein File. Dann kann ich sagen, wohin soll dieses File gespeichert werden? Ich mache es jetzt nicht. Und dann wird es abgelegt. Und das File, was jetzt hier abgespeichert wird, das brauchen wir, um die Lizenzanfrage bei Vicom zu machen. Jetzt kommt dann eine E-Mail von Vicom, das Lizenzfile. Dann öffne ich auch wieder dieses Fenster, Vicom Automated Licensing Tool. Dann sage ich Activate License und lade das License-File hier rein. In unserem Fall wäre das jetzt Pure Hero, so heißt unser Rechner. Wir laden das rein, mache ich jetzt hier nicht. Und wenn das reingeladen ist, dann erhalte ich hier die Lizenzen. Das kann eine Lizenz beinhalten von einer Software-Applikation oder mehrere Lizenzen von mehreren Software-Applikationen. Oder in dem Fall wie hier unten eine Netzwerklizenz mit drei Lizenzen. Jetzt angenommen, man hat einen Netzwerkpool, nicht Einzelplatzlizenzen, wie hier Standalone, sondern Netzwerk. Dann kann ich von dieser Netzwerklizenz, da habe ich drei Stück zur Verfügung, da kann ich eine Lizenz rausnehmen. Das heißt, ich bin jetzt hier gebunden an das Netzwerk und dann sage ich, use this license for Nexus, verwende ich mal. Und dann mache ich ein Checkout. Checkout kann ich machen bis zu 30 Tage. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Tage rausnehme, könnte ich diesen Rechner hier, ohne am Netzwerk zu sein, 30 Tage lang betreiben. Close. Mache ich jetzt auch nicht. Angenommen, jemand ist unterwegs und er braucht von dem Netzwerkrechner, Lizenzserver, eine Lizenz, dann kann er ein Checkout Remote machen. Das wird auch hier drin, dass immer in diesen Ordner jeweils ein Video hinterlegt, was genau dasselbe zeigt, was ich hier durchgehe. Und dann sage ich jetzt hier drin Checkout License. Dann kann ich sagen, sorry, close. Details. Use this license for Nexus. Details, steht die Details drin. Jetzt suche ich gerade ein Fenster. Ne, ich bin im falschen Fenster drin. So. View Remote Locking Code. Das wäre dann, was erscheint, wenn ich nichts angewählt habe. Das wäre der Fremdrechner, der eine Lizenz haben möchte. Er sagt dann hier View Remote Locking Code. Dann kann er diesen Locking Code an die Person, an den Administrator schicken, der die Serverlizenzen hat. Diesen Lock Code kopiere ich jetzt mal. Ctrl C. Close. Und dann kann ich hier sagen, Checkout und hier Remote Checkout. Und da könnte ich jetzt hier die Lizenz eingeben und Load from Locking Code File oder Checkout. Und dann erhalte ich ein neues File, was ich dann extern abgeben kann an jemanden, der absolut nicht am Netzwerk dran ist, der auch keinen Zugang zum Netzwerk hat. Jetzt mache ich einfach Close und hier Close, ohne etwas zu machen. Dabei wird die Zahl jetzt hier von 3 auf 2 reduziert werden. Und die bleibt so lange reduziert, bis ich die Lizenz zurückerhalte, wenn es ein Check-in gibt, wenn es kein Check-in gibt oder ich die Lizenz rausgebe ganz,
dann spätestens nach 30 Tagen habe ich wieder die vollen 3 Lizenzen. Gut, das war jetzt der Block hier, Licensing. Das nächste ist Kamera, die Kameraeinstellung. Das heißt, ich mache jetzt das Licensing zu und Close. Da haben wir jetzt im Hintergrund unser Nexus-Bild vorbereitet. Da kommt nachher jetzt gleich der René mir zu Hilfe. Und bei den Dokumentationen, Kameradokumentation, da sind die ganzen Dokumente abgelegt. Vicon Vantage, Vero und View, Quick Start. Wir gehen vor allem auf die Vero-Kamera ein, wie wir sie hier sehen. Das ist eine Kamera, die hat 3 Einstellringe. Das erste ist Near and Far für den Fokus. O und C, Open and Close, das ist die Blende. Und hier hinten Tele and Wide, das ist der Öffnungswinkel von 30 bis 90 Grad. Auch hier wieder gibt es ein Kamera-Setup-Video, wie man das Ganze einstellt. Das kann jeder dann selber anschauen, wenn er möchte. Und wir gehen das jetzt 1:1 durch, wie das jetzt in Nexus aussieht. Also momentan sind wir jetzt bei der Kameraeinstellung. Jetzt mache ich das mal groß. Bei der Kameraeinstellung ist das Wichtigste, wir fangen immer an, ich mache jetzt Nexus nicht separat nochmals auf, wir fangen an, mit welcher Aufnahmefrequenz möchte ich arbeiten. Die Aufnahmefrequenz ist die Basis für wie viel Licht, das ich pro Frame erhalte, wenn das Strobe gleich eingestellt bleibt. Das heißt, das Integral über die Zeit ist immer gleich vom Licht. Wenn ich aber auf 200 Hertz gehe, dann brauche ich doppelt so viele Bilder pro Sekunde. Das heißt, ich habe dann nur noch halb so viel Licht pro Frame. Also angenommen, ich gehe jetzt hier auf 200 Hertz, einfach als Beispiel, dann sieht man, dann wird das hier dunkler, das ist klar, der lädt das neu und mein Marker ist signifikant kleiner geworden. Das heißt, ich stelle alles so ein mit der Frequenz, mit der ich nachher arbeite und auch mit den Marken, mit denen ich nachher arbeiten möchte. Wenn ich mit 9 mm arbeite, verwende ich für die Einstellung 9 mm. Wenn ich 14 habe, dann 14, dasselbe ist auch natürlich mit 3. Im heutigen Beispiel arbeiten wir fürs normale Ganglabor. Da sagen wir jetzt 100 Hertz ist ausreichend. Ich drücke mal Enter. Jetzt startet er neu. Mein Marker wird dann wieder groß. Und der René kann es dann gleich beginnen. Das heißt, das erste ist, wir stellen das hier mal scharf. Wir haben hier als Beispiel 3 Marker. Jetzt weiß ich nicht, wo die sind. Die 3 Marker, muss ich noch die richtige Kamera auswählen. Die sind hier. Wo sind die 3 Marker, René? Ja, das ist, seht ihr, sehe ich sie schon, aber hier drin nicht. Vielleicht sehen wir noch gar keine Marker, das heißt, der René muss jetzt mal am Bild arbeiten oder wir haben die zufälligerweise, wie immer beim Vorführeffekt, maskiert. Die sind auch tatsächlich maskiert gewesen. Das heißt, der René stellt es hier drauf, das scharf ein. Und hier auf der rechten Seite sehen wir durch eine View hindurch, das ist die View, sehen wir, was der René gerade macht. Das erste, was er jetzt gemacht hat, war mal, er hat die Blende ganz geöffnet. Jetzt versuchen wir hier das lokale Minima zu finden, bei den Marker, die in Mitte vom Volumen sind, wenn es ein relativ symmetrisches Volumen ist. Wenn es ein ganz längliches Volumen ist, muss man sich entscheiden, will man auf das Ende gehen. Wenn das gut gesehen wird, dann ist es gut. Dann geht man zwischen dem hinteren Hälfte, stellt man dann Marker hin, legt man Marker hin und stellt scharf. In unserem Fall, wenn du jetzt mal einfach mal am Fokus drehst, dann können wir es mal anschauen. Das heißt, das Bild wird jetzt unscharf und wir sehen jetzt im Hintergrund ein Dreieck. Das war die Blende, was wir gesehen haben. Und der René stellt jetzt einfach scharf, bis wir einen runden Kreis erhalten. Was wir jetzt sehen, sind Graustufenwerte. Inklusive der berechnete Kreis und der Kreismittelpunkt. Wir suchen jetzt das lokale Minima, scharfer Punkt innen. Und wenn du jetzt noch die Blende einen Tick zumachst, dann sehen wir, wie die Blende sich auch verändert. Genau, perfekt. Jetzt muss man irgendwann einen Kompromiss finden. Das ist meistens so, dass wir die Marker ganz nahe zueinander legen. Und dann schauen wir immer, dass es noch einen Spalt dazwischen gibt. Das heißt, für mich ist das ein bisschen zu dunkel. Aber der René verschiebt jetzt zuerst noch die Marker ein wenig, dass wir so einen Extremfall bekommen. Und das System sollte das noch erkennen. Jetzt noch ein bisschen öffnen, bitte. Da, perfekt, stopp hier.
Das ist ein perfektes Bild. Erreichen wir zum einen über die Optik. Wichtig ist vorab, die Frequenz einzustellen. Und jetzt gehe ich auf die Parameter ein. Momentan haben wir den Threshold. Ich kann auf Show Advanced gehen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Haben wir einen Threshold von 0,2. Das ist der Dynamikbereich. Je mehr, dass ich hier abschneide, desto heller werden die Punkte, die er noch erkennt. Das ist ein schlechtes Bild, weil hier erkennt er nur noch ganz hell. Wir empfehlen hier immer einen Wert zwischen 0,1 und 0,3, also 0,2 ist Default. Minimum Circularity ist 50%. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, wäre eigentlich ein Graustufenfleck, aber der kann den aufspalten. Wenn ich jetzt mit Minimum Circularity runtergehe, sage dann plötzlich aus 2 Marken mache ich 1, weil das jetzt noch 17% Kreisförmigkeit verlangt. Das ist ein schlechter Wert. Es ist besser, wenn man das auf 0,5 stellt. Dann wird die Software diesen Marker aufspalten. Das ist ein Fleck hier. Maximum Blob Height ist 50. Das heißt, wenn ich den sehr klein wähle, dann erkennt er das nicht mehr als Marker und dann denkt er einfach, das seien Artefakte. Meistens ist 50 ein guter Wert. Das ist, wenn zum Beispiel ein Fenster im Hintergrund ist, was wir hier nicht haben, dann würde er das nicht als Marker erkennen. Das sind jetzt soweit mal die Einstellungen für die Kamera. Also wir haben physische Einstellung, einmal den Fokus, dann haben wir die Blende und den Öffnungswinkel direkt am Chip. Das geht von 30 bis 90 Grad bei der Vero. Und das nächste ist jetzt, wir haben separat zu den Veros, haben wir auch noch Vantage-Kameras aufgebaut. Und hier möchten wir mal kurz den Unterschied zeigen von einer Vero zu einer Vantage, und zwar die Vantage V11. Die ist parallel, steht die zur Vero-Kamera. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, sehen wir auch den signifikanten Unterschied. Bei Vicon ist immer die letzte Zahl in Megapixel. Das heißt, Vero 2.2, 2,2 Megapixel mit einem Bildformat von 2:1. Das anschaue. Und bei der Vantage V8 habe ich 8 Megapixel, ein Format von etwa 1,3:1, Größenordnung. Wenn ich jetzt reinzoome, dann sehe ich auch, dass ich signifikant mehr Auflösung habe. Und das widerspiegelt sich auch in höherer Anzahl Pixel, größere Pixeldichte. Gut. Das nächste ist, die Kameras sind jetzt alle eingerichtet. Wir haben jetzt das hier einfach gezeigt über eine Vero-Kamera. Die Vantage-Kamera ist identisch praktisch zu Vero, außer wir haben kein Vario-Objektiv. Da haben wir Fixobjektive, sei es 8,5, 12,5 oder 18 mm, je nach Bautyp von der Kamera, wird das konfiguriert von Vicon bei der Bestellung. Dann ist der nächste Punkt, ich gehe wieder mal zurück auf meinen Spick, das ist die PowerPoint. Wir waren jetzt hier, Einrichten und Einstellen Kameras, da haben wir einen Vergleich gemacht von der 2.2. Hier steht V16, es war in Wirklichkeit eine V18. Und was wir jetzt noch zeigen möchten ist, wenn man alleine ist, hatte das schöne Gefühl hier am Rechner zu sitzen und den René eigentlich da als fernbedienter Roboter zu haben, der mir die Linse einstellt. Und wenn ich jetzt aber alleine bin, ich sehe den Bildschirm nicht, da gibt es auch die Möglichkeit über ein Tablet, sei es Android oder Apple, das zeige ich gleich. Und zwar, ich hoffe, das sieht jeder. Das ist einfach jetzt bei uns ein iPad. Da gibt es eine App. Die kann man sich runterladen. Das ist die Vicon Control App in unserem Fall. Sieht die so aus. Wir zeigen es nachher noch genauer. Und was ich mit der machen kann, ist, ich kann jetzt zum Beispiel hier, ich schalte mal die Kamera aus. Und da kann ich direkt zur Kamera hingehen, wo ich hingehen möchte. Und sobald ich eine Kamera anwähle, switcht das jetzt über die App. Also wenn ich hier meine Kamera anwähle, switcht das gleich. Das wird der René gleich zeigen. Und zwar wird das jetzt mal hinlegen auf die zweite View-Kamera, die wir parat haben. Das ist die hier. Einfach als Beispiel. Und dann schalte ich hier um. Und zwar mache ich das so, die Control-App. Siehst du es jetzt auf der Control-App oder noch nicht? Also der René sieht es auf der Control-App und wir sehen jetzt dann gleich, was,
hier gesehen wird. Das heißt, wenn die Control-App an wäre. Einfach so als Beispiel, wie das dann nachher auch aussieht, wenn man alleine arbeitet. Das heißt, man hat ein Tablet dabei. In unserem Fall wäre das die Kamera 2, die blockiere ich mal und dann blockiere ich die Kamera 1 hier. Ist gut. Kann ich die so blockieren? Ja, okay. Gut. Und das ist jetzt das, was auf dem Tablet auch gesehen wird. Und da kann ich direkt vor Ort mit dem Tablet in der Hand, kann ich dann einfach reinzoomen. Und der René sieht jetzt direkt am Tablet und er stellt jetzt alles ein nochmals über das Tablet. Und da kann er auch besser einstellen, als wenn ich ihm sage, das ist hell, dunkel und so weiter. Dann ist es massiv präziser. Und man kann das auch auf einer Leiter machen, auf einem Cherrypick oder was auch immer. Das ist eine ziemlich gute Hilfe. Gut. Das nächste ist, die Kamera ist jetzt eingestellt. Der René macht es gerade noch. Und wir gehen jetzt über. Was? Okay, also ihr hört mich noch. Ganz kurz, einen Augenblick, wir haben irgendein Problem mit dem Ton. Nee, also anscheinend bin ich noch da. Gut, das ist schön. Jetzt haben wir den Vergleich gesehen. Wir haben das Tablet gesehen. Auch das Tablet ist wie gewohnt. Hier drin gibt es ein Video dazu. Das nennen wir hier Control App. Und das ist sehr sinnvoll. Man kann ja auch über das Control App, das werden wir das nächste Mal zeigen, beim Advanced oder bei der Aufnahme, wie man aufnehmen kann, starten und stoppen und auch eine Kalibration machen kann über das App. Dann haben wir die Dokumentation von den Kameras. Das habe ich hier einfach nochmals reingenommen, dass man daran denkt. Die ist hier schon mal abgelegt. Und der nächste Schritt ist jetzt die Kalibration. Das heißt, wir kalibrieren jetzt gleich mal. Für die Kalibration haben wir zwei Videos drin. Das eine ist mal das nächste Tutorial, Calibration, und ein AIM. AIM heißt, ich lege einfach den Wand ins Volumen rein, richte die Kamera aus und kriege einen schnellen Eindruck, wie die Kameras sind. Machen wir hier nicht. Ich gehe jetzt über zur Kalibration. Für die Kalibration sperre ich mal mein Tourfenster und ich lösche jetzt mal alle Masken. Das heißt, ich wähle mal alle Kameras an, lasse die alle anzeigen, mache das mal groß, lösche die Masken. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich maskiere mal die Kameras. Wir haben jetzt sehr viele Artefakte hier drin, das spielt für uns keine Rolle. Wir starten einfach mal mit der Maske. Und zwar, der will jetzt nicht, wenn etwas nicht geht, gibt es einen Tooltip. Because it needs to be saved, das sagt, ich soll das speichern. Dann speichern wir doch das. Immer wenn was nicht klappt, ausgegraut ist, Tooltip anschauen, das ist sehr hilfreich. Dann mache ich jetzt maskieren. Sobald die maskiert sind, kann der René loslegen und kalibrieren. In unserem Fall ist das jetzt der Fall. Der nächste Schritt ist Calibrate Cameras. Ich sage jetzt Start und der René verwendet hierzu einen Active Wand. Der hat jetzt, sehen wir hier, eine Kamera ist gar nicht gut kalibriert. Wir lassen es jetzt mal einfach. Und der René kalibriert jetzt mal durch, bis alle Kameras gemacht sind. Und sobald die fertig sind, gehen wir dann weiter mit einem Set Volume Origin. Das geht so vielleicht 1 bis 2 Minuten, je nachdem. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt zwei Kameras ziemlich parallel gerichtet haben. Einfach zum den Unterschied zeigen zwischen einer V8 und einer V2, einer Vero 2.2. Vielleicht noch die Kameras da hier vorne. Okay, der René ist dran. Und die eine View, die wir jetzt gar nicht kalibrieren, weil die verwenden wir jetzt momentan an einem anderen Ort. Und jetzt werden die jetzt noch auffangen. Genau so. Jetzt zoome ich ein bisschen raus, das geht einen Augenblick. Und dann machen wir das gleich. Und ich würde jetzt sagen, noch ein paar Sekunden und dann ist gut. Die Vero 2.2 hier vorne noch mal so ein bisschen, ganz vorne. Ja, genau da, dass die einfach noch ein bisschen einen Ticken mehr kriegt. Ich stoppe jetzt das mal händisch. Das müssen wir jetzt nicht bis zur Perfektion treiben. Und was wir jetzt erhalten, sind in der ersten Spalte sind die Anzahl Wand Counts. Bei der hier weiß ich, warum wir so tief sind,
Das ist, weil die an einen ganz anderen Ort schaut. Die haben wir jetzt gerade verwendet, um den Fokus einzustellen, um das zu zeigen. Die zweite Spalte ist der World Error. Auch wieder hier erhält man einen Tooltip. Wenn man nicht weiß, was es ist, was für eine Einheit, in unserem Fall ist das in Millimeter. Dann haben wir einen Image Error, der ist in Pixel. Und hier sind wir jetzt überall so um die 0,1, 0,2 Millimeter. World Error, das ist ein guter Wert. Die sind nahezu immer grün. Hier sind wir ein bisschen höher. Wie das, hier ist auch eine parallel eingerichtete Kamera, die Kamera 8. Und wenn wir jetzt hier hingehen, ist das nächste, setzen wir den Ursprung. Das heißt, momentan liegen die Kameras einfach irgendwie im Raum zueinander und haben noch keine Orientierung zu unserem Setup, zu unserem Gangbahn. Und der René wird jetzt uns das noch einstellen, und zwar auf der Kraftmessplatte. Wir legen jetzt das auf, hier haben wir schon eine Kraftmessplatte angelegt, die ist hier drin. Das System erkennt den Wand hier hinten, hier oben. Und sobald ich hier auf Start gehe, Set Origin, macht er hier eine Koordinatentransformation. Und dann sehen wir hier ganz schön, das war die Kamera 2 und die 11, die Vera 2.2, die V8, die wir vorher verwendet haben, um die Unterschiede zu zeigen zwischen Auflösung und wie man den Fokus einstellt. Das nächste ist, jetzt haben wir mal das System kalibriert, mit dem können wir direkt arbeiten. Optische Daten sind da, 3D-Daten sind da. Der nächste Schritt ist jetzt, möchten wir die Kraftmessplatte bzw. ein Analogsignal einbinden. Und auch hierfür haben wir hier drin, ich mache das ein bisschen runter, ein Analog Digital Signal, haben wir die Dokumentation abgelegt. Third-Party-Device und Plugins, Documentation Log, das ist die Dokumentation vom Log drin. Auf das gehen wir ein. Es gibt drei verschiedene Log-Typen. Das eine ist Log Lab, das werden die meisten, die ein Ganglabor haben, ein Lab haben. Dann gibt es noch ein Log Plus, das war das Vorgängermodell vom Log Lab. Und da gibt es noch ein Log Studio, das ist mit einem Genlog bzw. LTT-Signal für Timecode, für den Animationsbereich. Da kann man den Timecode einspielen. Auch hier gibt es wieder Videos dazu, Attaching Cable. Wir werden das jetzt direkt 1:1 zeigen und Attaching Sync Cable zu der Log. Und zwar ist das hier vorbereitet mit einer zweiten View. Ich mache das mal ganz kurz so, ganz kurz einen Augenblick. Hier unten möchte ich auch das Signal zeigen. Und dann sehen wir hier mal die DV2. Das ist die hier. Und die ist jetzt hier in unserem Fall auf den Log gerichtet, dass wir da auch was sehen. Die sperre ich mal und wir kommen jetzt hier hin und schauen uns mal das Signal an. Was wir jetzt hier gemacht haben ist, wir haben hier drüben einen Block mit GP-Outs, 1 bis 8, General Purpose Out, und wir schlafen dieses Signal direkt zurück in den Weidmüller-Stecker. So wie das jetzt der René hinhält, haben wir oben ist immer Ground und unten sind die Signale. In unserem Fall ist so ein Block, kann maximal mit 8 Analogsignalen bestückt werden. In unserem Fall haben wir jetzt den Kanal 1 hier drüben, was wir jetzt aber in den zweiten Block einstecken werden, was der René jetzt gleich macht. Und dann wird eigentlich aus Pin 1 wird Pin 9, was auf den zweiten Block kommt. Und das wäre unser Device, was wir jetzt hier unten sehen, das ist schon vorbereitet, ist Pin 9. Da können wir maximal plus minus 10 Volt messen. Da können wir einzelne Voltbereiche anwählen, 1, 2, 2, 5, 5, 10, immer plus, minus. Wir haben eine 16-Bit-Auflösung, wird immer auf diesen Bereich abgebildet, das heißt 1,25 auf 16-Bit, bis rauf auf 10, plus, minus 10 auf 16-Bit. Wenn ich das jetzt mal sperre, dann gehe ich jetzt mal hier drauf und ich spiele jetzt dieses GP-Out-Signal, spiele ich hier rein, dass ich auch etwas sehe. Das ist in unserem Fall der Log. Da wähle ich jetzt nicht Duration für jetzt, sondern mal die wie Normal. Und was wir jetzt sehen, ist ein TTL-Signal, das genau mit derselben Frequenz reinkommt, wie die Kameras getriggert sind, die Wicon-Kameras. Wenn ich also irgendetwas habe, das mit derselben Frequenz aufgenommen werden muss, kann ich so ein Signal verwenden. Oder ich kann sagen, ich will die wie Quarter, dann kommt ein Viertel davon. Es kommt ein bisschen so, ein bisschen längsamer rein.
breiteres Band hier oben. Wenn ich jetzt das verwenden möchte, zum Beispiel zu einer externen Kamera triggern, kann ich dann einfach sagen, was ist da die Frequenz, die ich erwarte, die ich brauche und das dementsprechend hier anschließen. In unserem Fall ist keine Kamera dran, sondern wir speisen es direkt wieder ins Log zurück. Der nächste Punkt ist, was man einstellen kann, wären die ganzen DV Double, DV Half, da gibt es auch für Kistler, für das Kistler, für die DAQ-Box ein Signal, das gibt es schon fix vorbereitet. Oder was oft verwendet wird, ist ein Duration. Duration ist ein Signal, sobald ich Start drücke, erhalte ich ein TTL High, das heißt, ich kann eine Fremdapplikation beim Anstieg der Flanke direkt triggern und starten. Und wenn es wieder abfällt, was ich nachher gleich zeige, stoppt es auch wieder. Ich gehe jetzt mal hier drauf auf Capture und sobald ich jetzt Start drücke, hüpft er rauf. Sobald ich Stopp drücke und der hier gestoppt hat, dann kommt er wieder runter. Da habe ich genau die Zeit aufgezeichnet, auf dem Zweitrechner für eine Zweitapplikation, wie hier auch in Nexus in derselben Länge und zur selben Zeit. Gut, jetzt haben wir einfach mal gezeigt, wie man einzelne Signale aufnehmen kann. Das kann EMG sein, das können Triggersignale sein oder auch Kraftmessplatten. In unserem Fall haben wir hier eine Antiplatte vorbereitet, die ist hier drin. Die Antiplatte kommt auch über Analog rein, das wird der Röhne gleich zeigen. In unserem Fall ist das so ein bisschen tiefer, so genau, haben wir das so, dass die unteren, kannst du ein bisschen weiter weggehen mit der Hand, ein bisschen schärfer, perfekt. Dann haben wir hier unten 6 Eingänge, das ist Pin 1 bis 6, FXYZ, MXYZ und oben den Ground. Und der Röhne wird das jetzt in den ersten Block anschließen, von Pin 1 bis 6, wobei Pin 7 und 8 leer bleiben, in unserem Beispiel jetzt hier. Und wir haben jetzt hier Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist analog zu FX, YZ und MXYZ. Sobald das drin ist, kann ich die Platte auch konfigurieren. Das heißt, ich erhalte ein Kalibrationsfile. In unserem Fall ist das jetzt hier vorbereitet. Das heißt 4966. Das ist die Plattennummer, kommt über ein Gen 5 rein. Ich kann die Kalibration prüfen. Wir sind jetzt bei der Kraftmessplatte. Wir haben jetzt in der Hauptdiagonale die Zahlenwerte. Die anderen Spalten und Zeilen sind jeweils, und die anderen Zellen sind jeweils mit 0 bestückt, weil der Gen 5 den ganzen gesamten Crosstalk rausrechnet. Close. Dann schließe ich das. Und jetzt können wir eigentlich die Platte hier schon konfigurieren. Wir haben einen Correction Factor, auch dazu gibt es eine Anleitung, ist abgelegt. Ich gehe mal hier rüber und zwar Documentation. Jetzt gehe ich mal hier Forceplate hier rein. Das ist hier alles abgelegt. Wenn man eine Antiplatte hat, für eine Kistler ist es auch abgelegt, was man einstellen möchte. Ich kann es ein bisschen größer machen. Und alles ist ziemlich genau erklärt, wie man durchgeht. Aber bitte hier, wenn etwas unklar ist, anrufen. Wir helfen sehr gerne. Dann komme ich zurück. Jetzt haben wir mal die Platte hier eingestellt, so wie wir es haben möchten. Die Kalibration ist da. In der Kalibrationsfile drin, in diesem PLT-File, was hier oben reingelesen wird, was ich hier oben zeige, da ist auch die Größe der Platte drin, der Ursprung, also alle Sachen sind drin. Dimension, was nicht drin ist, ist die Position im Raum. Die haben wir vorab schon eingegeben. Auch hier wieder. Wenn etwas unklar ist, bitte anrufen, wir helfen auch hier gerne. Und der Origin ist der physische Ursprung der Platte, der liegt jetzt bei uns in der Platte drin. Wenn man eine Optima-Platte hat von Amti, dann ist es auf 000, Mitte, Oberfläche der Platte. Bei uns ist es keine Optima, wir haben noch eine ältere Platte, da haben wir ein Offset. Das heißt, das nächste ist jetzt, wir haben die Platte im Raum. Der Röhne muss jetzt nur noch die Platte im Raum so einbinden, dass die mit dem Vicon-System übereinstimmt. Das heißt, der Röhne legt es den Wort nochmals hin. Und zwar, ich zeige, ja genau, er legt ihn jetzt hin und hier auf die Ecke in unserem Fall. Und sobald ich jetzt auf Calibrate gehe und sage Set Volume Origin, Start, Set Origin, findet eine Koordinatentransformation statt.
und die Platte liegt jetzt richtig im Raum drin und wir können direkt Daten aufnehmen. Das heißt, meine Kraftmessplattendaten korrespondieren direkt mit den optischen Daten überein. Somit kann ich Momente und so weiter berechnen, was in einem Segment wirkt. Der nächste Schritt ist jetzt, wir prüfen mal die Platte. Das heißt, ich komme hier zurück zu meinem Ordner. Wir sind jetzt hier drin. Die Kalibration haben wir jetzt gemacht. Das war einfach eine Gedankenstütze hier drin. Das nach der Platteneinrichtung muss man nochmals eine Kalibration machen. In unserem Fall nur eine statische Kalibration, Set Volume Origin, weil die dynamische Kalibration, das heißt die extrinsischen, intrinsischen Werte, die man berechnet hat, für die Vario-Objektive, für die normalen Objektive, View, Wear und was auch immer, wurden direkt abgespeichert, verändern sich nicht mehr, sondern nur noch der Ursprung. Der nächste Schritt ist jetzt, dass der Röntgen mal auf die Platte steht und wir schauen mal den Vektor an, ob das auch mit seinem Fuß übereinstimmt. Wir haben jetzt momentan, ja, ich wähle das mal ganz kurz ab, momentan hat der Röntgen 3 Marker am Fuß angebracht und steht, kann sie nur mit einem Fuß draufstehen oder steht er mit einem Fuß drauf. Und wenn ich jetzt hier auf die Kamera gehe, das heißt, ich wechsle die Kamera, ganz kurz einen Augenblick. Das ist die hier. Die ist unscharf, natürlich super. Der stellt die gleich scharf. Dann sehen wir hier den Fuß. Und die stimmt nicht ganz. Da sehen wir den Fuß. Und wir sehen jetzt auch, dass die Marker da sind. Und der nächste Punkt ist, legen wir ein Subject an. Wir haben das schon angelegt. Wir sind jetzt soweit fertig. Ich speichere mal System File. Mein Subject habe ich schon vorab angelegt, in der Datenbank drin. Heißt hier jetzt einfach Foot. Wenn ich das anwähle, dann wird automatisch der Fuß gelabelt. Und wenn jetzt nur mit einem Fuß draufstehst, dann sehen wir auch, dass der Kraftvektor durch den Fuß hindurch geht. Kannst du ein bisschen vor und zurück gehen mit dem Fuß. Der geht dann auch vor und zurück. Und somit stimmt das. Die nächste Prüfung ist dann immer, dass man die Kraft, die Gewichtskraft von Probanden testet, vor allem nach dem Einrichten und vielleicht sogar noch einen Sticktest durchführt. Soweit haben wir das System eingerichtet. Wir haben also beim System haben wir unsere ganzen Kameras fokussiert. Wir haben unsere View-Kameras eingerichtet. Wir haben beim LogLab eingerichtet, möchten wir ein Duration haben beim GP-Out. Was möchten wir aufnehmen? In unserem Fall eine Antiplatte. Kann natürlich auch ein Cometa Wave System sein oder einfach ein ganz normales Analog-Signal, das man zusätzlich aufzeichnen möchte. Wenn man das jetzt alles hat, dann sind wir eigentlich parat für die Aufnahme. Der nächste Schritt ist dann einfach mal eine Aufnahme zu starten. Das heißt, ich habe hier unten eine Session angelegt. Und dann sage ich einfach mal Start. Und da kann der Röntgen hin und her wippen ein bisschen. Ich sage Stopp. Dann kann ich das Trial öffnen. Durch Doppelklick. Hier oben kann ich vordefinierte Icons verwenden. Auf das gehen wir das nächste Mal ein. In unserem Fall ist das zweite Icon direkt vom Vicon hinterlegt. Das ist Reconstruct and Label. Das kennen die meisten. Und hier kann ich dann direkt schauen. Aha, das sieht gut aus. Da hat mit dem anderen Fuß ist was einfach drauf gestanden. Das kann ich hier visuell überprüfen mit meiner Kamera. Da kann ich gleich mal ein Transfer-File machen vom letzten. Das ist wie immer. Beim Testrechner haben wir ganz viele Datensätze. Dann sage ich mal Select None und sage einfach den hier. Dann geht es einen Augenblick. Und sobald das drin ist, kann ich auch die Kamera anwählen. In unserem Fall die Kamera hier. Und dann sehen wir auch, der Vektor sieht gut aus. Dann tritt der Röntgen zurück auf der Platte mit beiden Füßen. Dann verschiebt es den Vektor. Das ist ganz klar. Deshalb ist die Empfehlung immer, eine, zwei Videokameras zu haben. Dann sieht man auch, was wirklich passiert ist. Gut, ich stoppe mal das. Und der nächste Teil ist jetzt die Integration. Also wir haben jetzt die Kalibration gesehen. Ist die Integration von der Blue Trident mit Vicon. Das übergebe ich dem Fabian. Und zwar, wir haben leider keine Blue Trident da, um das 1:1 zu zeigen. Das wird dann der Fabian
anhand der Folie zeigen. Wir sind jetzt hier momentan, wir haben die Kraftmessplatte gemacht und jetzt kommt gleich der Blue Trident. Das heißt, der Fabian zeigt das und ich übergebe jetzt das Wort an Fabian. Vielen Dank, Martin, für dein Einsatz, dein Text bis anhin. Ich habe ein paar Fragen bekommen, die werden wir im Nachhinein erklären. Klar, es geht schnell, darum jetzt auch aufgezeichnet, dann könnt ihr es auch im Nachfeld noch was angucken. Der Blue Trident, das ist der IMU von Vicon. IMU, das ist der Name für I Measure You. Er ist eine neuseeländische Firma. Und was ich hier von den Specs kurz raus streichen will, ist der Dual G-Sensor. Das heißt, ich habe einen Sensor, der geht bis 16G, plus minus 16G. Und dann der High-G-Sensor, der geht bis 200G. Das heißt, viele schnellere Bewegungen im sportlichen Bereich und auch sonst bin ich einfach mit einem 16G-Sensor ziemlich beschränkt und mit denen kann ich wirklich im Sportbereich sehr, sehr viel machen. Dann ist er sehr klein, sehr leicht. Es gibt Straps, wo ich ihn um die Füße und das Handgelenk anmachen kann. Er ist wasserfest, IP68 zertifiziert. Vicon hat Tests gemacht, da haben sie einen Sensor für eine Stunde in 3 Meter Tiefe gelassen, raufgeholt und hat alles funktioniert. 12 Stunden Batterielaufzeit und Bluetooth 5 Connection mit einem kleinen Dongle, das funktioniert sehr gut. Dann, wie kann der Blue Trident ins ganze Vicon-Universum eingegliedert werden? Das ist auf das eine, der Blue Trident über den Sync ins Nexus, ins optische System rein. Dann die zweite Variante, der genau gleiche Sensor kann mit der Capture U App, zeige ich nachher, als eigenes Ökosystem verwendet werden. Und dann ist noch die IMU Step Software mit dem gleichen Sensor, ist da, die wird gebraucht für Monitoring, Return to Sports. Sage ich nachher auch noch was. Capture U App, das ist eine iOS App, also für Apple Tablets oder Handys der neuesten Generation. Da kann ich entweder auf den Sensor Daten speichern. Das heißt zum Beispiel, ich gehe oder mein Proband geht joggen. Ich packe den Sensor auf den linken und rechten Enkel, drücke auf Start und dann nimmt es die Daten auf und die kann ich nachher auf den Computer laden und mache eine Auswertung in MATLAB und sehe zum Beispiel die Loads unterschiedlich für rechts und links. Das zweite ist Capture to Device. Ich nehme die Daten direkt auf mein Handy, auf mein Tablet auf oder zum Schluss Real-Time Insights, das heißt, ich streame mir die Daten live auf mein Tablet, überlagere die mit dem Videobild, mache dann eine Screen-Aufnahme und kann nachher direkt mit dem Athleten seine Performance angucken. Zum Beispiel hier, wie Vicon da ein paar Vorschläge gemacht hat, Cricket, Football, Fußball ist in Australien aufgenommen worden, darum auch diese Sportarten. Genau, da sieht man halt, beim Kicken hat der 101G überlagert mit dem Video. Eine coole Sache. Dann die ganze Nexus-Integration. Wie bringe ich den Blue Trident, der IMU ins Vicon-System? Das heißt, über den normalen Panel kann ich die integrieren. Jetzt wird der bei 50 Hertz aufgenommen. Und da kann ich auswählen, was ich anzeigen will. Global Angles oder High Cheese, Accelerometer, Gyroskop, alles, was ich will. Dann, was ganz speziell ist und was diese Integration einzigartig macht, ist der Hard Sync über ein Radiosignal durch diese Beacon Sync Unit. Das heißt, dieses Radiosignal sinkt mir das Vicon-System plus die IMUs. Und so kann ich wirklich sagen, ich bin auf dem Frame genau. Wie integriere ich ihn weiter? Es gibt für den Active Wand einen Clip, wo ich den IMU reinklippen kann. Dann nehme ich ihn für die ganz normale Kalibration. Man sieht hier das Koordinatensystem des IMUs und so wird er dann ins Vicon-System geladen. Diese Information kann ich dann für
2, 4, 10 IMUs weitergeben. Dann kann ich IMUs auf Segmente legen, kann die an bestehende bekannte Vicon-Segmente, zum Beispiel Arm oder Fuß, kann die an die Segmente binden. Und so weiß das System, wo der IMU ist, und der generiert einfach zusätzliche Informationen. Nach dem Aufnehmen schließe ich die an den PC an, lade mir die Daten rüber, weil das in Nexus, in der Live-Aufnahme, kann ich 100 oder 50 Hertz schreiben, aber ich will vielleicht 300 Hertz aufnehmen. Und so füllt mir dann die Rohdaten, füllen mir dann diese Lücken. Zum Beispiel sehe ich hier, ich habe hier ein Vicon-Frame und drei IMU-Frames. Und so kann ich dann mit den Daten arbeiten. Ich habe vorhin kurz erwähnt, die IMU-Step-Software. Das ist zum Beispiel ein Basketballteam. Ich habe dafür, für alle Sportler, habe ich da ein Set an IMUs. Die tragen sie für die Saisonvorbereitung, in den Trainings mit Ball, ohne Ball. Und was ich sehen kann, was ich rauslesen kann, ist Load Control, also rechts, links, Asymmetrien. Es gibt mir da zum Beispiel hier eine Chart über die ganze Saison. Und da sehe ich eher schwachrot und starkrot ist die Asymmetrie, geht in der Richtung links, blau Richtung rechts. Und je stärker die Farbe ist, desto mehr weiß ich, dieser Sportler hat eine Asymmetrie. Und da kann ich als Coach oder als Sportwissenschaftler reagieren, die Leute rausnehmen, die Kontrolle für Return to Sports. Genau, das ist noch eine ganz spezifische Anwendung. Und wenn ihr da dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Dann mache ich gerne eine zweite kurze Frage, wo ihr das beantworten könnt. Nachher Ausblick auf nächstes Mal, und dann kommen wir zum Question- und Answer-Teil.